Hallo Eishockey-Torhüter, neuer Tag, neues Glück. Heute geht es um die Torwart-Grundstellung. Wie ihr alle wisst, es war eine sehr, sehr lange Pause. Einige wissen es auch schon da draußen, aber trotzdem, ich erkläre es nochmal auch für alle Hobby-Torhüter etc. Wie schaut die perfekte, was heißt perfekt? Es gibt keine perfekte, es gibt in meinen Augen eine sehr gute Grundstellung. So schaut sie aus. Grundstellung bedeutet, Fanghand, Stockhand ist circa auf derselben Höhe. Die Stockhand berührt mit der Innenseite die Außenkante des Schoners. Der Schläger ist circa 20-30 cm vorm Five-Hole. Und auch das ist immer für mich wichtig. Der Korb der Fanghand schaut zur Scheibe, also das heißt offen zur Scheibe, was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn die Fanghandmatte hier oben ist. Hier unten soll sie sein, denn dann deckt ihr auch automatisch mehr ab vom Tor. Die Maske ist brandneu, schaut schön aus, erster Schritt von mir. Kopf nach oben, aufrechter Körper, was auch nicht so gut ist, ist, wenn der Oberkörper nach unten so geht. Nein, aufrechter Oberkörper, Auto schauen nach vorne zur Scheibe. Wir können da natürlich noch detaillierter rangehen, aber das ist einmal das ABC. Versucht es mal nachzumachen. Viel Spaß, schöne Grüße aus Miesbach. Ciao von auf!